Hallo und schön, dass ihr wieder da seid beim Red Rage Gaming Crew Channel. Leute, danke für die Däumchen nach oben, danke fürs Abo. Wir machen heute weiter mit News zur PTS Phase 2 von The Division 2. Massive hat wieder was rausgehauen und wir quatschen schnell drüber. Ab geht's! Ja, es ist wieder soweit gewesen, das State of the Game lief am Mittwoch und es gibt neue News zu PTS Phase 2, wann die anfängt, was sich alles ändert. Die Jungs vom Massive haben einiges rausgehauen. Fangen wir mal direkt an hier im schnellsten Durchlauf auf YouTube. Die Big Horn, da ändert sich was. Bei der Big Horn gibt es jetzt zusätzlich zur Magazingröße als Buff, gibt es einen neuen Buff beim Talent. Bei vollen Stapeln kann man nämlich den Abbau der Stapel durch Kopfschüsse verlangsamen. Das hat folgenden Sinn, dass die Big Horn wohl immer noch nicht stark genug war und Massive gesagt hat, da müssen wir ein bisschen was dran arbeiten, weil tatsächlich das Ding ist so nicht zu gebrauchen. Sehe ich auch so, macht Sinn. Wir sehen hier auch gleich nochmal einen kurzen Preview, wie der ganze Spaß funktioniert, weil ich konnte mir nach der kurzen, ja, normalen Besprechung von den drei Typen nicht vorstellen, wie sich das dann ändert. Aber wir sehen unten, dass das Talent Big Game Hunter ausgelöst ist und mit dem Headshot kann man die Stapel verlangsamen. Also den Abbau der Stapel kann man damit verlangsamen. Ich weiß nicht, ob das was bringt, wir werden sehen. Aber an für sich schon mal eine ganz gute Verbesserung. Machen wir weiter mit der nächsten Waffe, die PDR. Da wurde nämlich auch was geändert. Bei der PDR, da wurde der Gesamtschaden erhöht oder der Grundschaden erhöht, damit sie auf einem Level mit anderen Sturmgewehren ist. Das Interessante ist, davon betroffen sind auch der Kondensator und das Testsubjekt, also die benannte und die Exo-Version der PDR. Da bin ich mal gespannt, denn da wurde halt gesagt, nee, tut mir leid, im Vergleich mit so einer SIG 556 hat das Ding einfach zu wenig Damage. Und ja, das ändern wir. Und das finde ich ganz geil, weil das ist eine coole Sache und warum nicht? Massive hat mal ein bisschen aufgepasst. Wir können den ganzen Spaß dann testen in PTS Phase 2. Wann PTS Phase 2 kommt, sage ich euch am Ende. da kommen nämlich jetzt noch einige Änderungen auf uns zu. Und die gehen wir jetzt hier wirklich im Schnelldurchlauf durch. Unter 10 Minuten. Zum Beispiel hier sehen wir es jetzt. Der Kondensator als Exo-Version von der PDR hat tatsächlich jetzt mehr Schaden, was ganz geil ist. Ansonsten hat sich ein bisschen was geändert, dass hier zum Beispiel der Skill-Tier Waffenschaden wurde erhöht von 5% auf 7,5%. Das ist schon mal geil. Und das Magazin hat plus 11 Kugeln, damit wir ein bisschen länger damit hinkommen. Der Crit-Schaden, die Crit-Schaden-Erhöhung, die ist aber nicht weg, vorher auf dem Magazin war, die ist jetzt auf dem Mundstück vorne, auf der Mündung vorne war. Von daher, macht euch da keine Sorgen, alles mit drin. Und ja, der Cap wurde auch erhöht von den Stacks. Das heißt, ihr könnt jetzt maximal 60% Fertigkeitenschaden drauf haben. Also das Ding macht mehr Fertigkeitenschaden, mehr Waffenschaden und hat mehr Kugeln. Und der Grundschaden wurde erhöht. Also wenn das nicht ballert, dann weiß ich auch nicht. Ich hätte eher gedacht, dass der ganze Spaß genervt wird. Aber nein, Massive hat gesagt, das ist nicht stark genug. Da müssen wir noch mal ein bisschen nachbessern. Und das haben die getan und das finde ich gut. Ist immer schön, dass auch mal Waffen ein bisschen stärker gemacht werden und nicht immer nur so auf 0815 Lulli-Niveau runtergebastelt werden. Nee, das ist schon ganz nett. Mir gefällt das. So, machen wir weiter mit dem nächsten Teil. Das geht hier ruckzuck weiter. Die Scorpio. Bei der Scorpio hat sich auch nämlich einiges geändert. Im PvE gab es nämlich auf der ersten PTS-Phase das Problem, dass es auf Legendär gegen Rogue-Agenten, dazu kam es mal mit der Scorpio, so einen ganzen Trupp Rogue-Agenten bei ihm so ausschalten konnte, weil das Ding einfach zu krass war. Da wird der septische Schock wird überarbeitet. Die Dauer des Status-Effektes, die basiert jetzt auf der Anzahl der treffenden Schrotpellets, um so ein genaues Zielen der Spieler mehr zu belohnen. Das heißt, wenn ihr näher dran seid und ihr zielt besser und ihr trefft mit mehr Pellets, kriegt ihr einen besseren Status-Effekt von der Dauer her. Ansonsten bleibt das Talent Septischer Schock gleich. Es ist halt einfach nur die Dauer, die da manipuliert wird. Was ganz cool ist, denn tatsächlich ist es relativ wichtig, dass man nicht zu overpowered ist mit so einer Waffe. Und in dem Punkt finde ich das ganz geil, weil es wurde nichts am Schaden geschraubt. Es wurde einfach nur was daran geschraubt, wie der Status-Effekt wirkt. Und das finde ich besser, als die Stellschraube Grundschaden zu nutzen. Oder zu sagen, oh nee, wir müssen jetzt irgendwie müssen 18 Pellets treffen, damit ihr Vergiftungsschaden kriegt. Nein. Das ist ganz cool. Das ist eine nette Sache.
Und im PvE wurde das, im PvP wurde das Ding auch nochmal geändert, denn tatsächlich ist einigen Spielern aufgefallen, hey, wenn so ein anderer Agent vor mir wegrennt und ich schieße mit der Scorpio dem Typen in den Rücken, dann kriegt er Blutungsschaden und dann kann er nicht mehr rennen. Deswegen wurden jetzt alle Schadensstacks um 1 erhöht. Also ihr braucht jetzt 2 Treffer zum Bluten, 4 für Unterbrechen, 7 und 8 und so weiter. Der Rest bleibt gleich. Und diese Geschichte mit den Pellets wird auch darauf appliziert. Das heißt, ihr müsst, desto mehr ihr trefft mit mehr Pellets, desto besser läuft der ganze Spaß und desto länger ist die Dauer des Statuseffektes. Müssen wir sehen, ob das was bringt. Das werden wir im PTS selber testen können, ob das im PvP einen Unterschied macht. Ich sag mal, es wirkt erstmal ganz gut. Besser als die Waffe schwächer zu machen im PvP. Man muss halt besser zielen. Und das ist ja auch ein bisschen Sinn bei so einer Schrot, dass man hier aus 70 Meter Entfernung irgendwie so einen Typen wegholzt, oder? So, kommen wir zum nächsten schönen Punkt, der mich sehr gefreut hat. Wir haben jetzt 16 Loadout-Slots. Das ist ganz cool, denn jo, mehr Platz ist immer gut. Und zusätzlich zu den 50 mehr Inventar-Rucksack-Slots sind 16 Loadout-Slots natürlich ziemlich geil. Was ganz nett ist, die sind nicht nur für eure Ausrüstung da. Also ihr habt nicht nur da 16 Slots, sondern wenn ihr auf Bekleidung geht, habt ihr da auch 16 Slots. Und das finde ich eigentlich ganz geil. Heute ist ja nur logisch, ne? Wenn ich 16 Sets habe, dann möchte ich auch 16 verschiedene Klamotten haben. Dann will ich auch die Jacke mal alle 2 Minuten wechseln. Und warum dann nicht auch mal irgendwie so einen fertigen Loadout-Slot haben? Hier sehen wir es nochmal. Das ist jetzt hier nur für die einzelnen Bekleidungssachen. Mir fällt gerade auf, ich finde diesen Hunter-Rucksack-Anhänger ziemlich geil. Wo gibt es den denn her? Der ist nice. Habt ihr den schon? Habt ihr den irgendwo schon gesehen? Ist der neu? Ich finde den sehr gut. diese Agentenuhren hinten dran haben. Cool. Ja, wieder was Neues gesehen in den PTS-Daten. Vorher gar nicht gecheckt. Schön. Man muss auf die Details achten. So. Ansonsten, was haben wir noch? Optimierungsstation. Die Beschreibung der Ressourcen wurde überarbeitet, damit man besser erkennt, wo man die farmen kann. Und es gibt ein paar Änderungen. Achillespuls, glaube ich, wird angepasst. Ich konnte es nicht ganz verstehen, wie das Talent hieß. Der hat ein bisschen undeutlich geredet im State of the Game. Aber der Cooldown hat nicht auf Mods reagiert. Das wird angepasst. PvP-Schaden der Schrapnellfalle wird angepasst. Empress International, die 2 benannten Items, haben mit Skillstufe als Kernattribut. Das wurde auch geändert. Mit PTS Phase 2 und Summit Challenge-Zeiten wurden angepasst, damit sie ein bisschen fairer werden. Jo, das ist soweit alles zum PTS Phase 2. Wann geht der Spaß los? 27.11. bis 2.12. läuft PTS Phase 2. Also recht spät, wir haben jetzt eine Woche Pause, da werden Sachen appliziert. Und ich tippe auf einen Release am 8.12. Ist so mein. Ist ein Dienstag, könnte passen, wäre ganz geil. Leute, Dankeschön fürs Zuschauen. Ein großes Dank an all unsere Kanalmitglieder auf der rechten Seite. Und auf links gibt es einen Abo-Button und noch mehr Videos-Button. Falls euch das hier gefallen hat, lasst doch einfach mal ein Abo da. Und ich kann nur noch sagen, bis denn, euer Dan.